so schön. Wir haben Lady Goal auf unserer Seite. Oh, super. Das heißt, es fehlt nur noch Baby, also nur noch, wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger dauern, Baby Goal. Sie haben wir ja. Da war ich wohl wieder mal kurz weg. Habe ich was verpasst? Nicht wirklich. Wie schön. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Wir müssen uns dem Widerstand anschließen, wie Janosch. Aber dann kommst du mit zu Doc. Na klar, ein echter Widerstandskämpfer kommt überall hin mit. Warte hier, ich bin gleich zurück. Oh ja. Denn wir haben ja jetzt die Turnierhand, das heißt, wir können hier oben mal mit Garlef ein bisschen reden. Darf ich nochmal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Und ihn herausfordern. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Yep. Das sind tatsächlich echte Turnierfinger. Und sie sind nicht gezinkt. Dann kann es ja losgehen. Ich bin bereit, wenn du bereit bist. Wurde irgendwie nicht gesprochen. Ich bin bereit. Wie funktioniert das hier noch gleich? Was ist überhaupt der Einsatz? Wie ist überhaupt der Einsatz? Wer gewinnt, darf sich zwei Finger aus dem Deck des Gegners aussuchen. Was? Na, wir spielen um Finger. Was denn sonst? Wer zuerst bei einer Niederlage keine Finger mehr übrig hat, die er abtreten kann, verliert. Okay. Wie funktioniert das hier doch gleich? Die Regeln sind komplex, das gebe ich zu. Aber im Grunde musst du dir nur drei Sachen merken. Schere schlägt Papier. Papier schlägt Stein. Und Stein schlägt Schere. Gespielt wird nur mit echten Turnierfingern. Jeder Versuch, mit gezinkten Fingern zu spielen, gilt automatisch als verlorene Runde. Alles klar. Aha, okay. Das heißt, wenn ich oft genug verliere, dann kann ich gar nicht mehr mit ihm spielen, oder was? Sollte ich jetzt zwischenspeichern? Falls das total in die Hose geht? Okay, dann mach ich mal, ich steig aus und speichere kurz. Ich steig aus. Bock, bock, bock. Also. Darf ich nochmal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Dann stellen wir uns ihm doch mal mit unseren Turnierhänden, Fingern. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich... Yep. Und sie sind dann... Ich bin bereit. Ich bin bereit. Na dann, hoch die Finger. Schnick, schnack, schnuck. Okay. Okay. Also hier sind die Finger und die müssen wir ihm abluchsen. Und... Hä? an der Hand. Mist, der ist ja fest. Hä? Das sollte reichen. Was heißt das? Da reingeschnitten oder was? Keine Ahnung. Aber was ist das? Die sind ja gezinkt. Jeder Versuch zu schummeln gilt als verlorene Runde. Du musst zwei Finger abtreten. Was? Na, was dachtest du denn, worum es hierbei geht? Na los, Hand auf den Tisch. Ich sagte doch, du hast keine Chance. Willst du nochmal? Okay, das heißt, die sind gezinkt. Okay. Verdammt, du lernst schnell. Offenbar muss ich bei dir tiefer in die Trickkiste greifen, um zu gewinnen. Mist. Nochmal Schere? Du spielst ganz schön riskant für einen Anfänger. Diesmal habe ich was für dich, das du nicht erwartest. Pat, noch eine Runde? Verdammt, du lernst schnell. Offenbar muss ich bei dir tiefer in die Trickkiste greifen, um zu gewinnen. Okay, kann ich aufhören? Ich gehe da mal wieder. Mach das. Jetzt fehlen meiner Hand ein paar Finger, oder was? Darf ich nochmal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt.
Lass uns gerne und dann kann. Ich bin da. Na, Schnuck. Ja, uns fehlen die. Das heißt, ich kann eh nur Schere machen, oder? Nein, das geht nicht. Mist, der ist ja fest. Ich hab's ja nicht verstanden. Ich geh da mal wieder. Mach das. So, jetzt laden wir das nochmal, dass wir wieder 4 haben. So. Darf ich nochmal stößen? Jetzt haben wir wieder 4. Lass uns. Ja, und sie dann kann. Ich bin. Na, Schnuck. Aber das heißt, wir müssen ja an der einen oder anderen Stelle zinken. Ich hab's echt noch nicht verstanden. Wir machen das jetzt mal so. An der Hand. Gewonnen! Du musst 2 Finger abtreten. Was? Na, was dachtest du denn, worum es hierbei geht? Na los, Hand auf den Tisch. Ich sagte doch, du hast keine Chance. Willst du nochmal? Der macht also immer, egal was passiert, macht der Schere. Verdammt, offenbar muss... Mist, du spielst ganz... Okay, der macht immer Schere. Was passiert, wenn ich jetzt hier zinke? Aber was ist das? Die sind ja gezinkt. Jeder versucht zu schummeln. Du musst 2 Finger... Ja, und jetzt? Was zum... Du hast gewonnen. Und dabei sind das meine Glücksfinger. Naja, was soll's. Solange ich noch Finger übrig habe, ist es nicht vorbei. So. Nochmal gelingt dir das nicht. Bist du bereit für den Showdown? Aha. Okay. Jetzt, also wenn keine Finger mehr dran sind, dann ist es automatisch Stein. Und das probieren wir doch gerade nochmal. Was zum... Du hast gewonnen. Und dabei sind das meine Glücksfinger. Der nimmt wirklich immer nur Schere. Naja, was soll's. Solange ich noch Finger übrig habe, ist es nicht vorbei. So. Nochmal gelingt dir das nicht. Bist du bereit für den Showdown? So, er müsste jetzt ja nochmal Schere nehmen. Und wenn er dann gar keine mehr übrig hat, dann müssen wir Papier machen. Genau, wir probieren das mal aus, ob das wirklich so aufgeht. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. Und nochmal. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. So, jetzt. Jetzt müsste er ja Stein nehmen, gezwungenermaßen. Und das ist Papier. Das heißt, Papier gewinnt über Stein, weil er eingewickelt wird, ne? So ist es doch. Unmöglich. Du hast mich besiegt. Ich sage es immer wieder, leg dich nie mit Rufus an. Ich habe dich offenbar unterschätzt, aber sei es drum. Ich bin ein ehrenhafter Spieler. Und um ein Wort zu halten, das geheime Klopfzeichen geht folgendermaßen. Kannst du dir das merken? Ich weiß nicht. Kann ich es nochmal hören? Verrate es aber niemandem weiter. Niemandem außer Goal. Was war das? Ich brauche jetzt Alkohol. Ich auch. Okay, ob ich mir das jetzt so merken konnte. Jetzt haben wir das geheime Kopfzeichen. Uiuiui, schnell. Ja. Ich sollte Baby Goal erst Bescheid sagen, dass wir jetzt wieder... Junge, wie wird... Ah, okay, also wieder zurück. Ah, das war einfacher als gedacht, gegen Galef anzutreten. Hm? Oh, du bist es! Wie schön! Es ist vollbracht, wir sind Widerstandskämpfer. Es ist vollbracht. Wir sind Widerstandskämpfer. Wirklich? Klar. Ich kenne sogar das geheime Klopfzeichen. Wow. Worauf warten wir noch? Wir müssen zu Janosch, um unsere Instruktionen abzuholen. Wer als erstes da ist. Aber, hey, stopp!
Mist. Ist das wirklich jetzt so einfach? Ich trau dem Ganzen noch nicht. Nein, warte. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Ich weiß, ich habe da nur was durcheinander gekriegt. Das Klopfzeichen ging... Und wieder falsch. Verzieh dich. Mist, das liegt nur an diesem schmissigen Groove, den sie auf dem Marktplatz spielen. Ja, okay. A, wo ist Goal? B, wie kriegen wir den Groove hier weg? Den Hafen? Au! Ich muss über... Hey, hier habe ich... Weil dem Apotheker gefällt der Groove ja auch nicht. Sollen wir mal mit ihm reden? Warte mal, was ist denn das? Ich würde gerne... Oh, das ist... Was soll's? Noch so ein... Das geht nicht. Zum einen wurde die Zucht wegen einiger Vorfälle eingestellt. Lähmung, Hautreizung, spontane Genmutationen. Zum anderen gibt es nur ein Exemplar pro Kunde. Mist, die war nämlich echt gut. Für mich erstmal gar nichts. Jeder das, was er verdient. Wir sehen uns. Sprich nur für dich. Ja, es wäre auch zu einfach gewesen, ne? Vordocks Werkstatt. Ich verstehe es noch nicht ganz, was das mit der Kiste auf sich hat. Und wo ist Go? Gohol! Gohol! Oh, mit Siegel könnte man nochmal reden, ne? Ach, der ist ganz weg, okay. Ob wir den nochmal wiedersehen? Hey Leute, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss und was ich jetzt machen muss. Wo ist Goal? Mal mit ihm reden hier. Darf ich nochmal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Wie war noch gleich das geheime Klopfzeichen? Ja, das vergesse ich auch immer. Ich glaube, es liegt an der Musik, die sie auf dem Markt spielen. Die bringt mich immer vollkommen durcheinander. Also, das Klopfzeichen geht so. Hast du es jetzt? Ich glaube. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Kann es so einfach sein, dass ich ins Menü gehe und dort die Musik leiser drehe? Das kann es ja nicht sein, oder? Ich probiere das aus. Geht das? Dass man nur die Musik leiser dreht? Jetzt habe ich ja keine Musik mehr. Ah, Galef, hast du uns diese neue Rekrutin besorgt? Klar. Nach all den Jahren endlich ein neues Gesicht. Janosch wird ausflippen und dann auch noch eine Frau. Jetzt wird uns niemand mehr auslachen. Lass mich einfach rein, okay? Ich bin gerade echt baff, dass das die Lösung war. Boah, ist das raffiniert. Das ist ja Hammer. Dass man dann noch in den Einstellungen die Musik... Ey, krass. Ey, geil. Ich hab einfach nur gedacht, das, anders können wir es ja nicht machen. Oh, voll cool. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Das ist ja heftig. Da
Da hat sich Dedalek echt was ausgedacht. Hammer. Bin gerade echt baff. Das könnte hinkommen. Na endlich. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich konnte mir das neue Klopfzeichen nie merken. Könntest du zur Sicherheit noch einmal das alte klopfen? Aber das ist doch die reinste Schikane. Wenn du einer von uns bist, müsstest du es eigentlich noch kennen. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Bei meinem Gedächtnis müsste ich eigentlich tatsächlich noch wissen, wie es geht. Er hat es ja vorhin einmal vorgeklopft. Na gut. Was ist jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Wolltest du nicht klopfen? Nein, warte. Tja, leider wieder daneben. Mehr Glück beim nächsten Mal. Ach, das gibt es doch nicht. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Und ich hab's in die Kiste gehen. Was ist jetzt? So, das reicht. Ich komm jetzt raus. Bei Klopfstreichen verstehe ich keinen Spaß. Nanu! Hier ist ja niemand. Dann war es wohl doch kein Klopfstreich. Das ist nicht das neue Klopfzeichen, Liebold. Ja, ich habe es wieder vergessen. Kann ich nicht einfach das alte benutzen? Ach, ja, okay. Aber nur, weil du es bist. Jetzt aber. Hey, das war richtig. Natürlich war es das. Na dann... Worauf wartest du noch? Komm rein, die Tür ist offen. Oh, endlich. Die Tür ist... Was? Die Tür ist was? Finde viel die Musik wieder einzuschalten. Ja. Jetzt gucke ich gerade. Die war ein bisschen leiser. So. Weiterspielen. So geil. Das ist so geil. Ich habe so Freude, dass man echt ins Interface muss. Zu den Einstellungen, da die Musik runterdrehen muss. Das ist auch das Einzige, was mir nur eingefallen ist. Es gab ja nicht irgendwo einen Hammer. Einfach Hammer. Ich bin echt baff. Und jetzt gehen wir doch mal zum Widerstand und zu Janosch.